Meine lieben Brüder und Schwestern, da beginnt nun wieder die Fastenzeit. Für viele eine Zeit geradezu komödienhafter Klimmzüge und eines furchtbaren Getues und eines Gemaches und voller Auffälligkeiten, vor allem vor sich selber. Davon ist ja jetzt im Evangelium die Rede. Entscheidend ist die Unauffälligkeit, auch die Unauffälligkeit vor sich selbst. Das ist ein ganz wesentliches Moment, das der Herr uns einschärft, meine lieben Brüder und Schwestern. Wenn er an anderer Stelle sagt, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Wer also am Aschermittwoch sich hoch aufrichtet und mit grimmigem, verbissenem und fanatischem Gesicht, so das alles merken, sich daran begibt, nun zu seiner hochinteressanten und ungeheuer wichtigen Entsagungskur anzutreten, der hat es eben nicht begriffen. Alles Primborium, alles große Getue und Aufmachen ist von vornherein vom Übel. Wenn du fastest, dann tu es ganz unauffällig und du sollst strahlen und leuchten und es soll von dir ausgehen, das angenehme, lichte, das befreiende, sodass es gut ist und angenehm bei dir zu sein. Dass du also durch deine verbissenen Entschlüsse, ich faste jetzt, ich verzichte jetzt aufs Rauchen, ich verzichte aufs Fernsehen, ich verzichte, drei Ausrufungszeichen, damit du bedrückst du deine Umwelt und machst um dich herum eine Aura der Düsternis und grau wälzt sich um dich herum. So soll es ganz und gar nicht sein. Wie sagt der heilige Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das Fasten, das unauffällig geschehen soll und die Maße der Unauffälligkeit auch vor sich selber Verdienstliches angerechnet wird von Gott, das, was ich mir selber nicht anrechne. Das ist ein unabdingbares und unentrinnbares Gesetz des Christlichen. Angerechnet wird das, was ich mir nicht anrechne. Und vom Vater im Himmel wird bemerkt, was ich an mir selber nicht groß aufstelzend bemerke, um meine Umgebung damit gar noch zu bedrücken und zu belasten. So soll es eben nicht sein. Und wie ich im vorigen Jahr schon sagte, die Enthaltungen, die Entsagungen sind dazu da, damit in sie an ihrer Stelle Licht eindringt. Licht. Fasten ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Zum Zweck, dass du dich dem Wesentlichen zuwendest und eine Tür aufmachst, die sonst verstopft und zu ist. Eine Tür aufmachst, damit einbrechen kann das Wesentliche und du frei sehend wirst. Sei sehend für das, was Not tut, für das Befreiende, Erlösende, Herrliche, Lichte. Was nutzt also all dein Fasten und dass du heute gemäß der Vorschrift zwei halbe und eine ganze Mahlzeit, eine sättigende und eine nicht so recht, zwei nicht so recht sättigende Mahlzeiten nimmst und so weiter und so weiter. Und wenn du auf Süßigkeiten bzw. auf all das während der Fastenzeit verzichten möchtest, wo dein Herz dran hängt, was nutzt es,
wenn du nicht endlich in dir das Interesse für religiöse Dinge entfaltest. Wenn du weiter gelangweilt zuhörst bei Predigten und kein Interesse hast, was nutzt dein Fasten? Gar nichts. Also das lebendige Interesse, das Hören wollen, das Empfangen wollen und nicht nur für das unmittelbar Religiöse, sondern das Religiöse ist alles oder nichts. Es ist sehr unreligiös, nur religiös zu sein. Geistlich, so hat es der große Bischof Seiler im vorigen Jahrhundert gesagt, der Mensch soll geistlich sein. Im Grunde kann nur der geistige Mensch recht geistlich sein. Und um geistlich zu sein, bedarf es keines Millimeters über den Volksschulabschluss hinaus. Ja, man muss nicht einmal lesen und schreiben können, um geistlich zu sein. Das ist eine der Verrücktheiten unserer Zeit, dass man das Analphabetentum als eine furchtbare menschliche Erniedrigung ansieht. Ist es ja gar nicht. Im Gegenteil, Leute, die nicht lesen und schreiben können, aber dafür hören und staunen können, sind mancher Sekretärin und manchem Oberinspektor haushoch an Geistlichkeit überlegen. Das Lesen, Schreiben macht's nicht, der Bildungsgang macht's nicht und das Akademikertum macht's nicht, sondern das Staunen können, das Offensein, das begeistert sein können für hohe Dinge, für große Werke. Und alle großen Werke hat der Geist gewirkt. Ich werde am Sonntag nach Tagen darauf in besonderer Weise zu sprechen kommen, in einer besonders intensiven Weise. Der Heilige Geist hat alle großen Werke der Dichtung, der Musik gewirkt. Selbstverständlich nicht nur und nicht erst bei Katholischen. Das ist ein Schwachsinn. Ich werde auf diesen Schwachsinn ganz besonders zu sprechen kommen, wenn man meint, man müsse als Katholik nur das für sich in Anspruch nehmen, was Katholiken hervorgebracht haben. Der berühmte Einwand, wie kannst du dich mit Goethe beschäftigen, das war doch ein Freigeist. Oder wie kannst du dich mit Nietzsche beschäftigen, der war doch Atheist. Und so weiter und so weiter. Dass man überhaupt nur die Werke von katholisch Getauften für sich in Anspruch nehmen kann. Wenn eine solche Mentalität des Stumpfsinns und Dumpfsinns um sich greift, und sie hat tatsächlich jahrhundertelang in weiten Kreisen um sich gegriffen, dann darf man sich über das Ergebnis nicht wundern, dass nämlich der Intelligenzdurchschnitt bei den Nichtkatholiken wesentlich höher ist als bei den Katholiken. Es ist nun mal so. Warum? Weil man früher gemeint hat, weithin dem Wahn verfallen war, man dürfe sich, um katholisch zu sein, auch nur mit dem beschäftigen, was aus dem umgrenzten Raum der katholischen Kirche hervorgeht. Nein, der Heilige Geist geht nur aus der katholischen Kirche hervor, aber er weckt Menschen zu großen Leistungen und Werken, die er erwecken will, völlig unabhängig von ihrem Glauben oder von ihrer Würdigkeit. Der Heilige Geist wirkt, wo er will und weht, wo er will. Und überall, wo er weht und Großes hervorbringt, das sind gerade wir, katholische Christen, befugt, diese Werke für uns in Anspruch zu nehmen. Und wir allein sind in der Lage, sie zu deuten, manchmal tiefer und besser als der Urheber der Werke selber. Also einen weiten Geist, eine wirkliche Begeisterungsfähigkeit. Was nutzt alles Fasten, wenn keine Begeisterung da ist? Begeisterung für geistig-geistlich. Also das Fasten nur insoweit hat es Sinn, als durch diese geschaffene Lücke und Armut eindringt der Reichtum des Geistes. Heiligen Geistes, des Gottesgeistes, einbricht die Fülle der lösenden Inhalte. Die Fastenzeit ist eine Lichtzeit und eine Zeit
hoher Freude. Das Aschermittwochsgesicht entspricht nicht dem, was der Herr unter Fastenzeit versteht. Dann Fasten Almosen. Viele sind halt heillose Buchstabenmenschen. Sie fragen sich immer, was muss ich tun? Es muss alles irgendwie abgrenzbar für sie, fixierbar, konkretisierbar sein. Und das ist ungeistig. Almosen heißt, ich entschließe mich, liebend, demütig, ehrfürchtig, mich in den anderen Menschen hinein zu versetzen, in ihn hineinzuschlüpfen, von mir abzusehen, misstrauisch zu sein gegenüber eigenen Vorstellungen und Meinungen und in tiefer, liebender Ehrfurcht mich hineinzubegeben in die geschundene Seele des letzten Sünders, um ihm gegenüber, um seinetwillen, demütig und ehrfürchtig, eine Haltung der Einfühlung, des Wohlwollens, des hellen Geistes, liebender Ausstrahlung, eines wahren Interesses um seinet, um dieses einmaligen Menschen willen, dies in mir hervorzurufen. Das ist der innere Sinn des Fastens. Das ist eine Sache der inneren Haltung. Was nutzt alles konkrete Fasten, wenn die Haltung des Interesses und des Offenseins für die Inhalte nicht dahinter steckt? Was nutzt alles formale Almosen geben, wenn nicht dahinter steckt die Haltung, sich in den Menschen, in den einmaligen Menschen liebend hineinzuversetzen. Und da geht einem mit Hinblick auf das Gerede über andere Leute schnell der Mund zu. Wenn der Geist wach wird und offen wird, herzlich, offen, frei, frohmachend, ausstrahlungskräftig. Wenn der Geist aufgeht, dann geht der Mund zu und hat gar kein Interesse mehr, über andere herzuratschen und zu tratschen. Und Gebet, ja, auch das ist keine Sache des Buchstabens oder der Quantität oder der Aufzählung, der Addition, dass ich jetzt halt quantitativ mehr bete als vorher, nein, ich soll in mir einen Gebetsgeist entfalten. Auch hier wieder Geist. Immer wieder das Wort des heiligen Paulus, sich sagend, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das heißt, wie wäre es, wenn du statt 5, 10, 20 Vaterunser einmal das Vaterunser wirklich beten würdest? Das wäre doch mal eine höchst nützliche Abwechslung. Nämlich sich öffnen und dann aus den unendlichen, grundlosen Gründen des ewigen Ursprungs des Vaters nun sie in sich einströmen lassen, die heiße Lava seiner Ausströmung. Atmen. Komm, denn der Vater ist ja der Ausstrahlung. Er ist wie ein unendlicher, ewiger, allmächtiger, heiliger, lichtströmender Vulkan. Nun lass das, was er ausstrahlt, in dich einströmen. Und es gehört dir, ganz ungeteilt dir, nur dir. Als einem heiligen Auserwählten nur, das weil es ein Nur ist, das zur großen Liebe fähig ist, das einstrahlt, ist nicht ungeheuer.
Du bist in den Himmeln, Vater, heilig werde dein Name. Zu uns, und das ist der majestätische Plural des Vergöttlichen, zu mir komme dein Reich, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, also auf Erden. Jetzt die Zeugung des Sohnes, das ist das tägliche Brot, das Brot meines Lebenstages, das in mich einströmt. Und dann der Heilige Geist, der die Vergebung der Sünden ist, den er aushaucht und in mich eindringt. Vergib auch mir meine Schuld, wie auch ich vergebe, wirklich vergebe, schweigend, groß, weit, allen meinen Schuldigern. Und führe ganz in die Tiefe eindringen. Die tiefste, senkrechte Tiefe meiner chaotischen Möglichkeiten. Und erlöse uns von dem Übel. Führe uns nicht in Versuchung. Setze uns nicht aus den Versuchungen des Satans. Lass einmal durchgängig, intensiv atmen. Mit langem Atmen. Mit langem Willen beten, das ist das wirkliche Gebet, ein Beispiel. Auch der Umgang mit der ewigen Weisheit, mit dem Allgedanken Gottes, der in Maria Person geworden ist, um im Schoße der Mutter geborgen, hinschauend und empfangend, des Gottmenschen erlösende, opfernde, und Welt, Tod und Sünde überwindende Tat und durch ihn drinnen sein im Schoße des Vaters, hineingezogen, hineingesogen in das Unendliche, mit solchen herrlichen Gedanken und Entschlüssen sich befassend. Das ist Gebet, nicht das Sammeln und Leistungshafte, Aufzählen von so und so viel Gebeten, um nachher genüsslich festzustellen, so und so viel habe ich zusammengekriegt. Das ist Buchstabendienst. Das ist falsche Einstellung. Also, du trittst ein in die 40 Tage des Geistes, dass du geistig werdest. Lösche den Geist nicht aus. Beschwört der heilige Paulus, die ihm gefolgt sind, die Gemeinden, die er gegründet hat, löschet den Geist nicht aus, damit der Geist nicht ausgelöscht werde, sondern glühe und flamme und leuchte und erwärmt sich breite im Zeichen der Freude. Dazu und nur dazu ist die Fastenzeit da. Amen.